Szenen aus dieser Begegnung hat Michael Geier für Sie und uns zusammengeschnitten. Viel Spaß. Was war mit dem Teppich? Kannst du das nochmal eben dem Publikum erzählen? Mit dem Teppichhändler? Nee, mit dem Teppich, den sie bei dir rausgeholt haben, der Gerichtsvollzieher. Ist das ein Gerücht, oder? Willi, wenn du jetzt hier behauptest, bei mir hätte der Gerichtsvollzieher irgendwas mit, dann kannst du der Sendung fragen. Dann würde ich sagen, das ist also wirklich eine ganz billige, dumme Rekurkutsche von dir, weil ich dich jetzt eben auf den Heiligenschein festgenagelt habe. Nein, ich möchte wissen, also ob die bei dir, ob der Anwalt des, oder der Gerichtsvollzieher bei dir das Teppich rausgeholt hat. Stimmt das ja oder nein? Das stimmt Sag mal. Nicht, natürlich stimmt das stimmt nicht. Das nächste, du bist ja sehr geschäftstüchtig. Deshalb muss ich auch sagen, du bist ein ganz großer. Das letzte Jahr hast du in Bremen ein super Ding gemacht, ein echtes Sahnestück. Du hast mal gesagt, in einer Illustrierten, vielleicht stimmt das ja auch nicht, das sei ein richtiges Schmuckstück gewesen. Ein Bauherrenmodell war das in Bremen, in der Faulenstraße. Da hat sich die ganze Stadt halt totgelacht, wie einer so bescheuert sein kann, in der Faulenstraße ein Bürohaus zu mieten, wo sowieso jeder weiß, wie viel Quadratmeter an Büroräumen leer stehen. Aber du bist ein ganz großer und du hast das Ding kurz vor Unterzeichnung gestoppt. Es sind nur einige zigtausend Mark Schaden dadurch entstanden. Sicherlich einige deiner Klienten mussten da auch ein bisschen reinschießen, weil der Treuhänder und der Notar da Rechnung geschickt hat. Insofern. Was willst du jetzt wissen? Ja, ich würde ganz gerne so eine Einschätzung, aber warte mal einen kleinen Augenblick, ich habe noch ein kleines beides Beispiel, das kannst du gleich in einem abmachen. Ich sollte nur sagen, da sind übrigens laut zwei Titel noch fällig, die sollte, hatte ich auch die Frage an dich oder die Bitte an dich, dass du das überweist, weil. Die sind jetzt fällig und bevor der dann auch wieder den, das nächste Mal den Nächsten Teppich vielleicht, ne? Vielleicht bevor keine mehr. Ich sag nachher, hast du gar keine mehr. Also ich würde da mal die 21.000 Mark, die da noch offen sind, mit dem Bremer Anwalt. Ich brauche keine, ich habe ja auch keine Schulden bei dir. Also 21.000 Mark, die schickt man nach Bremen, weil die Leute. Ich bin ganz sicher mit dir. Bei dir keine Schulden zu haben. Jetzt erzähl noch mal die Geschichte mit Jochens Bahnhof, weil die ganz faszinierend für dich ist. Oder auch zeigt, wie du Geschäfte machst. Ich darf es erklären, ich habe das vorhin hier rausgesehen, es hat mich umgehauen, wie clever Holger das gemacht hat und wie toll er das gemacht hat, hat ein Kumpel, irgendeinen Bekannten, Jochen hieß der, glaube ich, wenn das stimmt und wenn der Name dann nicht gefälscht ist. Hörst du nochmal auf heute Abend oder ist das jetzt ein Monolog? Nein, ich sag doch, sollst du das erklären, wie du das geschafft hast? Der hat Holger hat von der Bundesbank für 70.000 Mark. Also jetzt darf ich auch mal was sagen, du hast eben was von Bauherrenmodellen erzählt und jetzt kommst du von Jochen Bahnhof an. Ich meine, die Zuschauer wissen gar nicht, worum es geht. Dann redest du von angeblich gefändeten Teppichen und von Schulden und so weiter. Also Willi, da muss ich dir sagen, da kommt doch der Politiker durch, denn es ist ja bekannt, dass du vor zweieinhalb Jahren in Fußball kamst, in der Politik tätig warst. Und das ist einfach eine sehr billige Rhetorik. Ich würde dazu sagen, wenn du über Finanzen redest, dann lass uns auch die ganzen Fakten auf den Tisch legen und dann lass uns auf den Tisch legen, dass du von mir einen Zahlungsbefehl bekommen hast, über 50.000 D-Mark, um das ausstehende Honorar zu zahlen. Man muss also dazu sagen, dass der SV Werder Bremen in den Jahren 82, 83 das Honorar, was Rudi Völler eben 10% von seinem Honorar an mich zu zahlen hatte, der SV Werder Bremen übernommen hat, ist korrekt so, ist auch gezahlt worden und dann im letzten Jahr ohne Begründung abgelehnt worden ist, die letzte Rate von 42.000 Mark, das ist mittlerweile knapp 50, sind Zahlungsbefehl geschickt worden, kurz bevor der Gerichtsvollzieher kam, also insofern bin ich in guter Gesellschaft. Ich meine, ich weiß, ihr habt keine Teppiche, aber du kennst dich da nicht ganz aus. Ich weiß nicht. Tatsache ist auf jeden Fall, dass lassen Sie mich das noch sagen, Tatsache ist auf jeden Fall, dass um diese 50.000 Mark, die ich von dir noch bekomme, beziehungsweise von dem Verein eine Klage anhängig ist, die auch angenommen ist vom Landgericht Bremen. Und dann sollten wir schon den Zuschauern sagen, wenn du, sagen wir mal, mit Einzelheiten kommst, was finanzielle Dinge betrifft, dass der Grund, warum du die 50.000 Mark abgelehnt hast, zu zahlen, hauptsächlich der war, dass die Beteiligung an Völlers Honorar, die du von mir gefordert hast, ich nicht zugestimmt habe. Das heißt, der Willi Lemke wollte seinen Teil abhaben und ich habe es abgelehnt und deswegen hat er nicht mehr gezahlt. Gut, jetzt mache ich mal eben einen Schnitt. Augenblick. Nein, Herr Lemke, ich habe es schon verstanden. Einen Schnitt. Wir lassen mal den Teppich und das Bauherrenmodell und wieder Johnnys Bahnhof und dieses Geld. Alles mal weg, weil wir zum Schluss kommen müssen. Aber ich glaube darauf, Herr Lemke, das, was Herr Klemme eben gesagt hat, ist ja, ich sage noch nicht ehrenrührig, aber es ist interessant. Er sagt, ich kriege meine mir zustehenden 50.000 Mark nicht, weil der Lemke sich sperrt, weil er damals an diesem Völlergeschäft immer so beteiligt sein wollte. Correct. Und ich, Holger Klemme, habe das abgelehnt. Darauf, meine ich, sollten Sie zum Schluss die Möglichkeit der Antwort haben. Also dazu sage ich überhaupt nichts. Deswegen, weil wir uns in genau diesem Punkt vor Gericht treffen, lieber Holger. Und die Nummer spielen wir beide vor dem Bremer Gericht und nicht hier im Fernsehen, weil das eine Nummer ist, die du möglicherweise... Ich weiß, dass du immer gerne abbiegst, wenn ich das dazu noch zu sagen darf. Genauso wie du immer gerne abgebogen hast, dass du wirklich für dich als Ehre angerechnet hast, dass du eine prekäre Situation von zwei Bremer Nationalspielern, die mal
vor anderthalb Jahren in einer wirklich sogenannten Rotlichtbezirk ihr Geld nicht bezahlen konnten, das zu einer Vertragsverlängerung ausgenutzt hast, indem du gesagt hast, ich zahle hier das Geld für die Leute, also, die hier im Rotbezirk rumlaufen. Und dann verlängert ihr den Vertrag und das auch geschehen ist und auf Bierdeckeln. Auf Bierdeckeln, Willi, das ist spitze. Ich darf das repetieren, oder? Ja, aber jetzt wirklich, also wir landen in einer Szene, die... Das heißt also, man hat hier wirklich, Herr Gassloff, man hat ein Exemplar wirklich, wie in der Bundesliga Geschäfte gemacht werden. Sie haben wirklich ein Beispiel bekommen, mit welchen unkorrekten und wirklich unnötigen Mitteln und wirklich auch... wie ein Politiker früher agiert wird, Willi. Und ich kann dir nur sagen, du gehörst zu den Leuten, die meiner Meinung nach sicherlich dazu beitragen, dass der Fußball so negativ bewertet wird. Das heißt, man kann schon fast sagen, du bringst den Fußball fast unter die Erde. So, Punkt. Jetzt bringt unter die Erde noch ein Wort dazu. Das muss man jetzt ja nochmal ausdrücken. Holger, geradezu schrecklich. Ich hatte noch viele schöne Geschichten über dich, die alle so mies sind, dass sie stinken. Du hast eine super Nummer hier wieder abgezogen. Ich sag dir nur eins. Du hast einen riesigen Fehler gemacht und das ist dir attestiert worden in der Welt und die haben geschrieben über dich. Klemme glaubte bald, dass er wichtiger sei als seine Spieler. Und daran, lieber Holger, bist du kaputt gegangen. Von dir nimmt nämlich keiner mehr irgendetwas an. Ja. Wer so viel Scheiße gebaut hat wie du, mit dem macht keiner mehr Geschäfte. Und wenn einer noch so bescheuert ist... Haben Sie heute aber einen schlechten Gast eingeladen, muss ich sagen. Ja. Nur mal so als Replik. Ja. Daran ist er kaputt. Danke, komm gut nach Bremen. Komm gut nach Bremen. Also das ist... Sie haben ja eine Woche oder zwei Wochen selbstkritische Äußerungen hinter sich, Herr Lemke, ne? Das hat Ihnen wahrscheinlich heute gut getan, oder? Ja, wenn die Jungs heute so gespielt hätten, wie ich da in der Fernsehsendung ausgesehen hätte, hätten wir heute 8-0 verloren. Ich bin glücklich, dass wir gewonnen haben. Gut, ich hoffe, das hat auch der Zuschauer jetzt gehört, der vorhin auf der Tribüne saß, auf der Haupttribüne mit einem ganz kleinen Transparent, selbst gemalt auf Pappe. Und da stand drauf, nach der TV-Diskussion Lemke raus. Der meinte das sicher nicht so ernst. Na, ich hoffe, dass er das nicht so ernst meinte. Gut.